Dass die ägyptische Hafenstadt Alexandria in 4 Jahrzehnten noch so aussehen wird, bezweifelt der UN-Klimarat. Wegen der Erderwärmung und des Anstiegs des Meeresspiegels könnte das Wasser bis dahin um 1 Meter ansteigen. Zusätzlich sinkt die Stadt jedes Jahr um 3 Millimeter. Geschwächt wird Alexandria unter anderem auch durch Gasbohrungen im Mittelmeer. Bei der vergangenen UN-Klimakonferenz in Glasgow sagte der damalige britische Regierungschef wörtlich: 4 Grad mehr und wir verabschieden uns von ganzen Städten, Miami, Alexandria, Shanghai, alle unter den Wellen verloren. Die Aussage von Boris Johnson war übertrieben. Was er sagte, hätte richtig sein können, wenn wir geschwiegen hätten. Wir haben nicht geleugnet, dass es Risiken gibt, aber wir befassen uns damit, wir untersuchen sie, wir setzen Pläne um, um diesen Risiken zu begegnen und sie zu minimieren. Alexandria hat bereits antike Schätze wie den Leuchtturm und die einst größte Bibliothek der Welt verloren. Verbliebenes kulturelles Erbe wie die Quaid Bay-Zitadelle aus dem 15. Jahrhundert will die Stadt nicht aufs Spiel setzen. Um die Festung herum wurden deshalb 5000 Betonblöcke aufgestellt, um die Wellen zu brechen und das Gebäude zu schützen. Weitere Blöcke sollen den Schaden entlang des gesamten Felsvorsprungs mildern. Wir versuchen, die erforderlichen Mittel zu bekommen, denn die Projekte zum Schutz der Küste sind teuer. Sie erfordern riesige Betonblöcke und eine der Herausforderungen ist, dass wir nicht das ganze Jahr über arbeiten können. Wir können nur an Tagen arbeiten, an denen die Wellen ruhig sind und wir unsere Ausrüstung auch einsetzen können. Entlang ihrer fast 70 Kilometer langen Küste hat Alexandria auch einen Schilfgürtel gepflanzt. Er soll eine natürliche Barriere bilden. Auch Wellenmess- und Warngeräte sollen aufgestellt werden. Wegen Überschwemmungen mussten 2015 und 2020 bereits Hunderte von Menschen wegziehen. Die UNO warnt vor dramatischen Folgen des Klimawandels im Mittelmeerraum. So könnte Alexandria Studien zufolge bei einem Anstieg des Mittelmeers um 50 Zentimeter zu 30% Alexandria überflutet werden. 1,5 Millionen Menschen würden ihre Heimat verlieren.